Herzlich willkommen bei uns im Lutherhaus. Ich bin schon seit 16 Jahren hier Pfarrer, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Das ganze Gemeindeleben ist runtergefahren. Nur sonntags um 15.30 Uhr streamen wir für euch einen Gottesdienst, den ihr auf www.lutherhaus-jena.de verfolgen könnt. Ich habe mich hier neben diesen Strauch gestellt, weil ich finde, das bringt gut zum Ausdruck, was für ein eigenartiges Lebensgefühl gerade in unserer Stadt herrscht. Alles blüht auf, die Osterglocken, die Forsythien, die Frühblüher, Signale von Hoffnung und Lebendigkeit überall um uns herum, die zaubern so ein Lächeln ins Gesicht. Und gleichzeitig spüre ich im Hinterkopf und weiß es genau, da sind zur gleichen Zeit Menschen in den Krankenhäusern, die kämpfen um das Leben der Corona-Patienten. Und ich weiß auch, es kann sein, morgen, übermorgen trifft es mich auch. Ich finde diese Spannung extrem schwer auszuhalten. Aber die Feiertage, die jetzt kommen, Karfreitag und Ostern, die geben eigentlich eine gute Antwort auf dieses Lebensgefühl. Ich denke an Karfreitag. Karfreitag berichtet von einem Gott, der es nicht besser haben will als wir, der dieses Extrem von Leiden, das wir aus den Krankenhäusern hören, selber durchgemacht hat. In Jesus hat Gott das Leiden auf sich selbst genommen. Er hat unsere Krankheit und unsere Schmerzen getragen. Und selbst wenn es uns mal so gehen sollte, dass wir um unser Leben kämpfen, Jesus ist bei dir. Er weiß, wie das ist. Ich denke an die Szene im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Kreuzigung. Er hatte Angst davor zu sterben. Er hatte Angst vor den Schmerzen. Er weiß, wie das ist. Aber auch die andere Seite des gegenwärtigen Lebensgefühls kommt zum Ausdruck in den Feiertagen, die vor uns liegen. Leben aus dem Tod, das ist die Botschaft von Ostern. Derselbe Jesus, der unsere Schuld getragen hat und der aus Liebe zu dir und mir in den Tod gegangen ist, der hat den Tod besiegt. Er ist heute lebendig. Er sagt, siehe, ich war tot und bin lebendig und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Daran soll dich jede einzelne Blüte erinnern, die du in diesen Tagen siehst. Und selbst wenn es dir oder mir passiert, dass uns dieser Virus umbringt oder irgendein anderes Unglück, wir können uns auf diese Zusage von Jesus verlassen, der versprochen hat, jedem, der ihm vertraut, dass er sein und ihr guter Hirte ist. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich gebe euch das ewige Leben und niemand und nichts wird dich aus meiner Hand reißen. Darauf kannst du dich 100% verlassen. Jesus hat ewiges Leben. Also fürchte dich nicht, was auch passiert, es ist in seiner Hand. Vertrau auf Jesus, er ist der Herr. Und geh hin in diesen Tag mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.